Moin, willkommen zu einem neuen Video zu Diablo 3, zu den Herausforderungsportalen, diesmal Nummer 182 auf dem europäischen Server, diesmal Kreuzritter. Richtig gegendert ist es nicht, weil es keine Kreuzritterin gibt, aber gut, so ist es nun mal. Und lustigerweise kann man hier nicht sehen, was das für eine Waffe ist. Naja, es wird wahrscheinlich ein Pflege sein, aber gut. Okay, also schauen wir mal rein. Sieht aus wie L-O-N, nicht wie L-O-D, sondern L-O-N, mit den Ringen, ja, 31er Stein, Schmerzverstärker hier drin, 30er und dann hier noch ein 35er Lichtkranz, als Bilde. Also wir haben, warte mal, wo haben wir denn hier den Angriff, Schwungangriff ist das? Nein, denke ich mal, ja. Also, wir haben hier Akans Milde drin. Gesegnete Schild, wie getroffen werden. Fertigkeiten lang um 35%. Und dann haben wir hier die Erlösung. Blockt. Werden wir geheilt. Da können wir durch Gegner durchgehen. Auch aus den Bounties. Auch aus Bounties. Na gut. Dann haben wir hier die Tiefenwühler. Ja. Mehr Schaden durch Primärfertigkeiten. Gürtel des geheimen Schatzes. Alle 4 Sekunden kommt Bombardement runter. Macht extra Schaden. Dann haben wir hier nochmal aus den Würfeln die Armschienen. Dornschaden. Dann haben wir hier Aquilakyras für Zähigkeit. Da die Handschuhe für 10 Minuten Streineffekte. Hier kommt ein Dolchfächer raus, wenn wir getroffen werden. Hier kriegen wir denselben Stein nochmal, wenn wir einen gesockelt haben. Und hier das Amulett ist auch aus den Bounty Bags. Da kriegen wir nochmal ein paar Skelettwächter. So. Eigentlich wollen wir mal gucken, wie viel Uralte wir haben. Ja, Aquila nicht. Armschienen auch nicht. Und ein Ring nicht. Also drei Sachen nicht von 13. Na gut, okay. Blauzorn haben wir im Cube. Waffenschaden als Heiligschaden. Dann kriegen wir Pockenpatelonis. Auch geil. Das wir stinken. Kamee von Gräfin Julia. Kriegen wir keinen Arkanschaden. Das ist schon mal nicht so doof eigentlich. Aber naja. Und Phalanx wird doppelt ausgelöst. Wir gehen jetzt einfach mal ins Spiel, gucken uns das mal an. Mit Begleiter. Mit der Verzauberin. Die alle Fertigkeiten hat, aber sterben kann. Hat den Aschebringer. Ein Nagelring. Laterne der Gerechtigkeit. Und dann hier ein Alikons. Aber das ist wohl. So, dann wollen wir hier mal gucken. Rechts haben wir den Schwungangriff. Dann haben wir hier das Schlitzen. Das ist der Erzeuger. Das ist der Verbraucher. Dann haben wir hier Bombardment mit drin. Dann haben wir ebenso dann hier auch Gebot Tapferkeit drin. Ein Gebot. Da kommt die Phalanx mit Bogenschützen. Okay. Wollte ich immer mal spielen. Fand ich immer ganz cool, mit Bogenschützen zu spielen. Und hier haben wir die Eisenhaut. Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das wird schon wahrscheinlich wieder ein richtig langsamer Bild, aber nun gut, so ist es nun mal. Und naja, schon. So, dann haben wir hier als Passiven die Waffe wird um 10% der Schaden erhöht. Ja. Oberkommandant, Abklingzeiten von Bombardement und Kavallerie. Ja gut, okay, Kavallerie haben wir noch nicht, aber Bombardement halt. Bombardement. Dann haben wir den Proc drin. Und wir haben hier auch natürlich himmlische Stärke drin. So dass wir eine Zweihandwaffe führen können, obwohl wir ein Schild tragen. Also, ich würde einfach mal sagen, Schwungangriff ist der Schaden Spell und das ist zum Generieren.
Ja, dann können wir mal drücken. Bogenschützen, okay. Die 5 Sekunden lang da bleiben. Ja, mal gucken, wie stark die sind. Wo ist denn der letzte da? Ja, Bombardement macht schon ordentlich Schaden. Das ist ein 44er Portal. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich muss ich nur durchlaufen hier. Geht eh alles kaputt. Ah, die Map jetzt okay, hoffe noch nicht, dass wir da reinlaufen. Kein Pylon da, aber das, von der Zeit her sieht das sowieso gut aus, also. Also Schaden ist gut. Ups. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Eile, na gut. Oh. Ist jetzt nicht so die Herausforderung. Hier unten richtig. Muss. Wenn noch ein blaues, reicht das? Wenn's. Ja, genau. Nee, Hameln. Gut, okay, das ist auch. Ja, gut, okay. Ja, hier hätte man nicht anders laufen können, das ist okay. Ja, passt schon so. 3 Minuten 09. Okay. Das, ja. Top 4 mit 309. Ja, super. Rex10Hex. Natürlich, naja, gut. Okay, also das ist wirklich kein Hexenwerk, eigentlich brauchen wir nur durchlaufen. Der Schaden ist okay, das reicht. Ne, warte mal, ich wollte noch mal kurz gucken, ob wir auch hier irgendwie Dornschaden drauf haben oder so. Ja, nee, Quatsch. Aber das. Die anderen machen halt alle. Also es reicht völlig auch. Naja, gut, das sind jetzt auch wieder einfach verdiente Mats. Ne? Holt euch die. Saison ist mittendrin, wenn man die noch braucht. Ne? Also, wer es machen möchte, kann es machen. Ist eine schnelle Geschichte. Also, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.